Hallihallo, Hallöchen, und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky aus dem sehr großen Cockpit der Osiris. Wir befinden uns im Eintreten der Atmosphäre unseres Heimatplaneten und ich gebe kein Gas. Ich lasse das jetzt einfach in aller Ruhe geschehen und übergebe das Wort an meinen immer noch daseinenden Mitspieler. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge No Man's Sky, Folge Nummer 13? 12 oder 12 oder 13, 13. wir haben schon zwei Folgen gemacht heute. Also Schrei mich nicht in dem Ton an. okay, ich gebe wieder das Wort zurück zu Jackie. Nein. Also Leute, so erstmal herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Mein Name ist Christian Isartausend und ja, wie gesagt, wie habt gewohnt, wir sind hier in einer Koop-Aufnahme. Also wenn ihr gerne die Perspektive von Jackie sehen wollt, dann geht ihr auf ihren Kanal oder ja, oder auf meinem Kanal. Wie gesagt, von beiden Seiten gibt es immer was Neues und Schönes zu sehen und ja, viel Unterhaltung. Und in der letzten Folge haben wir den Weg des Artemis bestritten, sind jetzt so weit gekommen, dass wir die Kalibrierung der Übersetzer auf 100% gelegt haben. Und somit können wir die Story sozusagen weiterspielen. Genau. Nur 20 Sekunden, dann kann ich landen. Ja, ich bin auf dem Weg. Dann bin ich ohne Antrieb einfach in die Atmosphäre. 20 Sekunden brauche ich bis zu dir. Mal sehen, wer schneller da ist. Du. Warte. Ja. Und flupp, ich bin gelandet. Ich habe gerade Schildschaden bekommen, weil ich auf dich geschossen habe. Cool. Es ist halt so, wenn du auf mich schießt, kriegst du Schaden. So, warum kann ich jetzt hier nicht landen? Das Spiel kann mich nicht leiden, glaube ich. Mal wieder. So, jetzt. Absprungkapselkoordinatendaten. Ist das wichtig? Ja. So, wo muss ich hin? Absprungkapseln, das sind jetzt aber nicht diese kaputten Raumkapseln, die kleinen da, ne? Doch, 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 da kannst du den Anzug Inventar erweitern, kostenlos. Mit Absprungkapseln. Ja, Koordinaten, genau. Ich habe vorhin schon welche gekauft, ich brauche jetzt gerade keine. So, ich möchte jetzt zu jemandem, zu einer Person, die hier unter dem Ding ist anscheinend. Nee, auch nicht. Okay. Finde eine Lebensform, um etwas in der Umwelt zu finden. Okay. Also, muss ich mit den Personen hier reden anscheinend? Das müssen Sie. Ich hätte noch mein Inventar lernen können. Ich könnte aber auch schnell was verkaufen. Auf die Treppe hoch, die Leiter hier hochzulaufen, oder wie? Auch du Hallo? wirst es schaffen. So. Oh, der, mit dem ich reden muss, der steht direkt hinter mir. Das ist aber schön. Kann ein Gag Handelsverordnungsvertreter Hilfe, du Freund? Oh, mein Freund, die Handelsregeln der GEC verbieten Transaktionen mit unbekannter Bonität. Ich muss meinen Rang verbessern. Den Rang. Wenn ich mit dem hier... Ich habe ja mit dem geredet, aber ich bin anscheinend nicht gut genug. Ich muss meinen Rang verbessern. Okay.
Ich kann nichts machen. Was muss ich denn machen eigentlich? Also ja, Rang verbessern kannst du halt durch Abschüsse im Weltraum oder durch gewisse Fragen richtig beantworten bei so Monolithen oder so. Ja. So Stationen. Oder Monolithen halt auch. In der Hinsicht. So, Protokoll. Die Lebensform besucht den Sternkrater. Lebensformen in diesem System dort Artemis-Krater analysiert und deine Position genau bestimmen können. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche Lebensform. Okay, also ich muss, wie gesagt, irgendwie Rang verbessern. Ja, okay, dann würde ich sagen, musst du mal machen. Okay, ich kann das am besten durch Missionstafeln erhöhen. Wenn du möchtest, wir könnten ja mal zur Anomalie und dort kann man ja Missionen machen. Ich Nicht bei weiß nicht. Anomalie, nein, das ist Raumstation. Bei Raumstation muss ich Missionen machen, okay. Dann ging es jetzt wohl zur Raumstation, richtig? Genau, ich komme mit. Ich suche dann auch Okay. ein bisschen nach, ja, neues Raumschiff nebenbei. Ja, sehr viel gebracht, dass der mich nicht akzeptiert. Hast du da bei dem noch irgendwie was machen können? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts machen können, das ist das Problem. Weil es ist halt wieder so, dass du halt das Endeffekt aktivieren musst, um was zu machen. Ich will nur die Raumstation auswählen. Wieso lässt du mich nicht die Raumstation auswählen? Blödes Spiel. Jedes Mal, wenn ich einen Hyperantrieb starte, oder den Impulsantrieb sozusagen, tut er jetzt mal was anderes anwählen. Abgestürzte Frachter. Das habe ich schon längst abgeschlossen. Oder soll ich da nochmal hinfliegen? Nee, aber hier sind jetzt Piraten, die kann ich ja auch abschießen. Genau. Wo sind die denn? Jetzt sind sie weg. Spiel will mich verarschen. Ich finde nur zu doof eine Raumstation. Christine Angel fliegt in Richtung eines nicht kartierten Planeten. Jetzt. Da du dahin geflogen bist, konnte ich dir dich jetzt auswählen. Super. Einmal 5 um die Achse drehen. Oh, ah, schon wieder so ein großer Frachter hier. Der mitten. Oh, ist er weggeploppt? Ja, mitten durch die Raumstation, ne? Ja, hast du auch gesehen? Ja, ich dachte, was ist das für eine gelbe Wand? Aber ich hinterfrag in dem Spiel schon nichts mehr. Okay. Da rein. Missionen. Naja, aber da bin ich mal gespannt, wann ich hier sozusagen ein neues Raumschiff kriege. Hier neben dran steht schon eins. Das ist aber nicht meins. Von Jackie. Okay. Hast du große Dinger? Kugeln. Was denn? Das ist doch das Raumschiff. Was kann ich dafür? Nein, ich gucke doch nur gerade hier die Missionen. Hast du gefunden? Ja. Okay, schön. Die mir so einfach zusagen, wäre die Herde ausdünnen oder tödliche Gesundheit. Das wäre einfach, wo man Kreaturen eliminiert. Mineralien scannen
Warten, Weiß ich das ist nicht. schwierig. Eben, weil ich hier schon in der Nähe alles gemacht habe. Acht Wächter eliminieren habe ich nicht so wirklich Lust. Das sieht cool aus, das Raumschiff. Blinde Passagiere, das wäre so ein Frachter verteidigen. Streitlustige Nahkämpfe, planetare Verarbeitungsanlage überfallen. Gott, das ist ja auch schlechter. So eine Scheiße. Ich mache das, glaube ich, mal. Ich mache mal das hier. Der Kunde ist in Sorge, dass das freie Rumstreifen. Ich frage mich gerade, Ziel. es gibt. Ganz kurz los. Es gibt ja so viele verschiedene Raumschiffarten oder Typen, sag ich mal so vom Aussehen. Kann man das nicht selbst irgendwie zusammenstellen? Weil da gab es doch Das so einen warte ich Apparat noch. auf der anderen Seite und das verwirrt mich ein bisschen. Okay, jetzt habe ich hier Jäger gesucht, Kreaturen erlegen. Spüre auf der Oberfläche eines Planeten Kreaturen auf. Fragt sich nur, welcher Planet. Die kleine Siedlung. Das ist der Handelsposten. Ist das egal, auf welchem Planeten das ist, oder? Es ist egal, wo du das machst. Da muss ich jetzt leider töten. Das hilft ja nichts. Fliege ich mal auf unseren Heimatplaneten zurück? Abgelehnt. Ich kann nur so ein Raumschiff fliegen. Schämen die sich Was denn? nicht? Ah, das sieht ganz Was denn? komisch aus, ja. Das Raumschiff. Nope. Dieses Raumschiff kommt, der hatte ich mir nicht zulegen. Gegen meine Natur. Oh, kommt gerade deins rein. Vielleicht bin ich das hier. Wieso kommen von deinen Versionen jetzt zwei Stück hier rein? Vielleicht bin ich aber auch Geronimo Röder. Und wohne hier. Okay, ich fliege mal auf den Flecken. Besseres und kein schlechteres Raumschiff, Leute. Was habt ihr denn für Dinger hier? Schlimm. Du sollst sie doch nicht mobben. Ich meine, Plätze haben die alle ein bisschen mehr halt, ne? Also das ist ja nicht das Problem. Das Problem, was mich nur stört, ist halt Schadenspotenzial und Hyperantriebreichweite. Das ist alles negativ. Das kann ich nicht Okay. gebrauchen. Tja. Auch hat komplett alle drei Punkte mehr und Lager halt mehr. Okay, mit was ist hier los? Perfekt, ich bin bei einer Herde gelandet. Jetzt geht's los. Possibility to the Stranger's Statement. Okay, meine Freunde. Ich habe hier, glaube ich, einen starken Hänger im Spiel. Ich komme hier nicht mal weg.
Mein Spiel hat sich sozusagen aufgehangen. Nö, hat's nicht. Hm? Das hat's bestimmt nicht. Das bildest du dir nur ein. Ich muss das Spiel neu starten. Oh, das ist blöd. Machen wir das? Kannst du das nicht am Computer zusammenschneiden? Ja, muss ich wohl. Es bleibt nichts anderes übrig. Gut, Leute, dann mache ich hier mal kurz einen Zwischenschnitt. Dann tue ich über die SharePlay dann, also ja, SharePlay zusammenfügen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Von meiner Seite aus gibt es einen kleinen Schnitt. Bei ChickyLP geht es weiter. Schaut dort weiter rein, wenn ihr mehr sehen wollt, was in der Zwischenzeit passiert. Bis dann. Tschüss. Und dann bin ich anscheinend im Ansehen gestiegen. Das ist schon mal schön. Und somit wieder herzlich willkommen zurück von meiner Seite aus auf meinem YouTube-Kanal mit dem Video. Nach dem kleinen Zwischenschnitt sind wir jetzt im Ladebildschirm und warten darauf, dass wir in der Raumstation wieder landen. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne bei JackieBLP weiterschauen. Am besten nicht, bei mir gibt es nur grausame Morde. Damit ich in deiner Gilde, also bei deinem Volk im Ansehen steige, muss ich wieder brutal morden. Da war auch Dings Flora scannen können oder Materialien sammeln. Nee, da gab es nur Mineralien-Scanner, aber Mineralien habe ich hier schon alle gescannt. Ja, auf den anderen Planeten aber noch nicht. Das glaubst auch nur du. So, ich bin auch wieder im Spiel. Wieso? Dann gehe ich halt wieder. Das ist immer Wieso? so eine doofe Frage. So. Gut. Ich spiele doch gern mit dir. Vor allem ärgere ich dich gern. Darf Das es bloß klang ein nicht. bisschen leidlich. Darf es bloß nicht zu übertreiben. Ich habe genug Toleranz, um das zu dulden. Ich wurde jetzt gerügt. Ich gehe jetzt in die Ecke und büße. So, ich lerne noch ein paar Wörtchen. So, wo sind Tiere? Tiere, 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 Tiere. Sie selbst reparierendes Heridirium bekommen, habe ich gerade. Okay. What the? Was ist das denn? Ist, glaube ich, etwas Handel. Gutes. 6000. Ein Trichter aus sich selbst reparierenden Heridirium. Er sieht neu aus. Wird zur Herstellung von Wissenschaftskomponenten eingesetzt. Sich selbst reparierendes Heridirium ist vor allem in abgelegenen Anlagen nützlich, deren Wartung nur schwer möglich ist oder sogar tödlich sein kann. Handel. Bringt nicht mal viel, das Ding. Sorry. Kommen hier auch mal Raumschiffe? Ich Bist du möchte. immer noch auf der Raumstation? Ich bin immer noch auf der Raumstation. Ich mache das offline. So. Jetzt, wo wir starten, wir kommt jetzt eins rein. Das sieht gerade schrecklich aus. Nein. Da kommt noch eins. Was haben wir das für eine Version? Auch so wie so eine schreckliche Funktion. Habt ihr keine gescheiten Raumschiffe hier am Start? Und ich glaube, ich muss ein anderes System fliegen, dass hier mal was Gescheites kommt. War das doch dein System? Du musst diese Dinge mögen. Ich will so ein X-Wing haben. Wenn du damit nach Hause fliegst, ne? Baue ich in einem anderen System. Ich sag's dir gleich.
Wenn du mir mit so einer Idi-Schleuder um die Ecke kommst, ne? Mit so einer Rebellen-Tupperdose auf vier Rädern, ich sag's dir. Tupperdose auf vier Rädern. Dann sind wir keine Allianz mehr, dann ist Krieg. Friede, Freude, Eierkuchen. Eier gibt's dann, aber kein Kuchen. Ich komme nach Hause und er wird da stehen mit so einer Jedi-Schleuder, ich weiß es. Einfach nur, um mich zu ärgern. Jetzt finde ich keine Tiere mehr. Wer hat die ganzen Tiere ausgerottet? Zielpunkt erreicht. Da, Tiere. Uralte Ruine entdeckt. Ich habe das Wort Zeit gelernt. Okay. Das eine hätte ich jetzt abgeschlossen. Ich brauche aber noch zwei für die andere Mission. Untergeben habe ich frei kennengelernt. Hier ist ein riesengroßer Krokal, die ich bewegen kann. Hier ist ein schwebender Kristall. So ein blauer? Nee, da steht nur schwebender Kristall. Ich gehe jetzt mal drauf zu. Achso. Oh, Kugel nach unten. Kicktafel. Niemand widersetzt sich dem vollen Gestank der Gag. Die Erstgebrüteten beherrschten alles, was sie überblicken. Wir sind die Herren der Sterne. Unsere Herrschaft soll ewig andauern. Ich habe ein seltenes Metallelement gefunden. Historische Daten enthält. Warum auch immer. Kohlenstoffkristall. Superoxidkristall. Aua. Okay. Ich habe mir das Knöchel angeschlagen. Soll ich dir ein Pflaster geben? Hast du ein Unicorn-Pflaster? Nein, aber Hello Kitty. Der Unicorn-Pflaster war ein Haus. Oh, dann will ich keinen. Gut, dann lauf mit deiner offenen Wunde weiter. Wenn sie entzündet, dann weinst du wieder. Die wird noch radioaktiv verseucht, dann kommt vielleicht noch ein weiteres Bein raus. Gottes Willen. Ich hab gerade so ein Bild im Kopf. Ich bedanke mich nicht dafür. Das ist gut. Okay. Ab zu Wie lange ist die Folge eigentlich schon? 24 Minuten. Ja, ist okay. Also, abgesehen von meiner Zeit. Wow, da muss ich gleich mal ein Foto machen. Leute, das ist ein Bild wert. Das sieht richtig klasse aus. Unser Heimatplanet. Voller Pracht. Die Erde. Ein Mysterium. Vor Jahrmillionen entstand sie aus vielen Gesteinsbrocken und nach mehreren Zusammenstößen formte sich zu einer Kugel.
und gab all das Leben, das wir heute kennen. Aus den Meeren entstanden wir. Werden wir dahin zurückgehen? Das erfahren Sie nächste Woche bei Welt, Wunder und Wissen mit Jackie und Christian. Angel. 3000. Gut. Wer ist Christian? Kennst du nicht Christian? Mein Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar so voll? Ich will alles mitnehmen. Ich brauche so ein größeres Inventar. Ich höre Tiere. Wo sind sie denn? Ich könnte von Klasse C-Waffe auf Klasse S-Klasse hochsteigen, müsste aber auf einen Platz verzichten. Abgelehnt. Nicht mit mir. Ich rotte hier noch die ganze Population aus. Ja, das ist tragisch, dass keine freien Plätze da sind. So. Ich brauche Protokoll. Auch nur noch ein Tier. Herdenausdünger. Okay, dann muss ich das aufschießen. Aua. Jetzt machen wir einen kleinen Trick 17, oder wie man das bezeichnen kann. Wenn eine Tür verschlossen ist, schießt man sie mit dem Raumschiff auf. Ach sowas. Also merken zu Hause, wenn ihr den Schlüssel verloren habt, einfach mit dem Raumschiff draufschießen. Geht auch nur die Tür kaputt. Oder? Genau. Ich hoffe, ihr habt eine große Tür. Wenn nicht, ist das ganze Haus auch gleich weg. Nanitauben. So, was für eine Aufgabe finden wir hier dann? Ich hoffe, ich tue auch die richtige Auswahl treffen. Also, okay. Ich nähere mich dem Terminal, aber etwas tief im Inneren des komplexen Systems ist schiefgelaufen. Die Oberfläche fühlt sich beim Berühren heiß an. Verborgene Maschinen scheppern und surren. Ein Alarm ertönt. Das hört so aus. Warnung, hoch, Temperatur, Warnung, hoch, Temperatur. Der Alarm hält in meinen Ohren wieder einen Schweißperle, rinnt langsam an meine Stirn herab. Kühlkammer Netzwerk aktivieren, genau. Tada! Und was kriege ich? Rezept erlernen natürlich. Wir haben hier neue Rezepte. Schnitzel. So, was können wir denn lernen? Atlas Pass V2 könnte man machen. Ich werde beschossen. Yay. Danke. Bitte. So, ich mache Atlas Pass V2. Da-da-dam. Juhu. Jetzt brauchen wir nur noch das, was wir die ganze Zeit benötigen. Cadmium. Ohne Cadmium kein Atlas-Passwort 2. So, wir landen jetzt nochmal hier. Ja, kennst du jetzt wohl jemanden, der Cadmium hat, ne? Schade, dass du niemanden kennst, der Cadmium hat. Aber vielleicht finden wir bald irgendwann in den nächsten Folgen mal einen Planet oder ein System, wo es sowas gibt. So, okay, also.
Wir haben hier die Schatzkarte. Also, das ist wieder so, was wir dann gemacht haben, offline. Haufenweise Artefaktfragmente unter der Erde. Also, wir müssen uns graben. Ich gebe jetzt gerade mal die Mission ab. Ich hoffe, dass wir hier was machen können. So, hier hast du 12 erlegte Tiere, sei glücklich. So. Uralter Schlüssel gefunden. So, das nächste ist da. Und das übernächste ist da. Die große Artefaktkiste müssen wir uns jetzt besorgen. Also Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlosshaar. 3 Schlüssel, glaube ich, sind das, wenn ich mich noch erinnern kann. Ich muss jetzt erstmal was verkaufen. Es hilft nichts. Ich muss verkaufen. Eine Neuralanleitung. Schlüssel. Katzenleber brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Katzenleber. Ja, ich habe doch Tiere getötet. Also. Ich habe unschuldige, friedliche Tiere, ne? So, wo ist jetzt? Da ist es. Markieren. So, sieht aus wie ein Sarg. Und wie viel braucht man? Einmal, zweimal und dreimal. Und was kriegen wir raus? Seltener Gegenstand. Verschlissene Knochen. What? Gut, das sind halt alte Knochen, ne? Verschlissene Knochen. Ungefähr 1018 Jahre alt. Dieser komplette Satz Rückenwirbel von einer mehrköpfigen Kreatur wirft mehr Fragen auf, als Antworten gibt. Ein kurioser Fund. 440.000 Units. Hoher Wert. Naja. Aber wir haben es erreicht. Das ist doch schon mal was. Da oben ist eine Kugel. Gravitationsball. Oder? Ja. Und Top 3 Noch Gegner. eine andere Mission machen. Mach du. Leider nicht die. Industriegeheimnisse stehlen. So, Leute, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich fliege jetzt hier in meinem Video noch schnell zu der nächsten uralten Tafel. Und dann haben wir schon die nächste Mission schon beendet, sozusagen. Also Mission, Let's Play. So. Und ja, dann war es das eigentlich schon heute schon wieder. Oder nicht? Ja, doch. Ich werde dann offscreen diese zweite Mission machen. Und dann hoffentlich im nächsten Video genügend Ansehen bei Christian Angels Rasse haben, sodass sie auch mir Okay. vertrauen. Ich Ja? habe hier gerade was gefunden, was nicht gerade interessant ist, also was sehr komisch aussieht. Okay. Eine ganz komische Lebensform. Ich weiß nicht, was das ist. Wie heißt es? Warte, 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 das stand gerade. Wo ist der Name jetzt schon wieder hin? Gerade ist er gerade Name und alles. Hier, da. Ja. Lebende
Metalloid. Was mache ich damit? Ich muss wieder die Tür ein sanft anklopfen mit meinem Raumschiff. Wasserbefleckte Tafel einmal erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hoher Wert, 669 Units. Ungefähr 974 Jahre alt. Okay, ich habe die Tür kaputt gemacht. Das heißt, sie kommen in der Folge noch rein. Gut. Gedenke ich mal. Ich werde jetzt rennen müssen. Lauf, Forrest, lauf. Ach was. Alles locker. Hier sind zwar Wächtereinheiten, aber die haben sich wieder deaktiviert. Ziel erreicht. Okay. Hier nix, hier nix. Hier kriege ich ein paar Nanits. Okay, das Terminal. Passwort akzeptiert. Was ist jetzt passiert? Ach da, ich muss schon wieder auf den anderen Planeten. Atlas Pass V2. Bräuchte ich auch langsam. Um Atlas Pass V2 zu holen, brauchen wir das hat das rote Zeug. Cadmium. Okay. Gut, ich gebe noch schnell diese Quest ab. Dann habe ich das nämlich geschafft. Ich weiß schon, wie diese Folge heißt. Tiere töten für Ansehen. So, ich hole noch die uralte, das Relikt hier noch schnell. Also hast du noch ein bisschen Zeit, ein paar Sekunden. Ja, das würde ich gerne den Zuschauern auch noch gerne antun, was da drinnen zu verborgen ist. Geht auf die Schnelle. Deshalb wieder so graben halt, ne? So, mal wieder. Ah. Come on. Landen. 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 Ja, dann musst du jetzt landen. Wenn du das Ja, schon ich drück sagst, doch musst du leider. schon. Geht doch nicht. Jetzt. Es gibt. Anscheinend ist es bei dem Feld nur einen gewissen Kreis außerhalb, wo du landen darfst. Den Rest musst du wieder laufen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber okay. Ich stelle mir so vor, ich habe das auch schon oft gehabt, wo ich das nur gedrückt habe und dann denke ich mir nochmal, warum. Okay. So, muss ich dann hier abgeben? Gnade dir Gott, wenn ich jetzt nicht im Ansehen gestiegen bin. Okay, hier war schon anscheinend jemand. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Okay, jetzt könnte ich noch mal zu diesem großen Außenposten fahren, aber ich mache es in der nächsten Aufnahme. Ich fliege jetzt erstmal nach Hause. Um dort bei diese potenzielle Unterstützung ist auch dort. Aber das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja. Ich kann, glaube ich, hier wieso nicht weiter, weil hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ich kann mich nicht erinnern.
Aber hier ist schon irgendwie ein Loch im Boden. Und da ist die große Truhe. Aber die reagiert auf nichts. Deswegen ist es wahrscheinlich hier verbuggt mal wieder. Gut, okay. Ich springe in mein Raumschiff zurück. Und dann war es das hier erstmal. Und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Und wir hoffen, dass wir dann die Story weiterspielen können. Und wir drücken einfach Jackie die Daumen, dass sie das alles hinbekommt bis zur nächsten Folge. Und ja, und somit ja, war es das hier eigentlich, oder? Ja, ich kaufe gerade noch was, und zwar Frostkristalle. Aha. Die kann man ja anbauen, ne? Aha. Und Genau. Kaktusfleisch kann man auch anbauen. Aha. Das heißt, ich habe jetzt Frostkristalle. Ich lande gerade noch, dass ich aus dem Schiff dann kann. Ich fliege kurz mal ganz schnell kurz zur kleinen Siedlung. Das geht ja schnell. So, 3, 2, 1, das ist bei uns. Wieso da mal 37 Sekunden? Dann ist die Folge vorbei, meine Damen und Herren. Sozusagen. Haben wir heute wieder einiges erreicht. Manchmal ein bisschen Unschuldige schneller. Leben genehmen müssen. Genau. Einer tötet, einer forscht, einer erkundet. Das ist immer komisch. So. Naja, also wie gesagt, wir haben heute einiges erreicht, bis etwas länger, manches etwas kürzer, aber wir kommen, dass der Weg ist das Ziel, heißt es meistens immer so schön. Und unser Weg hier in diesem Spiel ist noch sehr, 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 sehr weit. Also schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein, würden uns freuen. Ich muss noch landen. Ja, dann lande doch mal. Ich kann nicht. Warum nicht? Zu dämlich. Landen nicht verfügbar. Landen nicht verfügbar. Genau wie bei mir vorhin. Jetzt landet's. Endlich. Gott sei es gedankt. Wie ich drücke. Ich sehe es, es ist grün von mir, aber es reagiert einfach nicht. Okay. Das ist manchmal echt komisch in dem Spiel momentan. Ja, dann ich bin So, gelandet, ich auch. Wiederherstellungspunkt auch und Genau, mach die Abmoderation. Bitte. ich sage dann danke fürs Zusehen. Gerne auch bei ihm vorbeischauen auf dem Kanal und das Video gucken, denn er macht jetzt eigentlich ganz andere Dinge als ich. Ich habe jetzt die Mission abgearbeitet und unschuldige Wesen eliminiert. Und ich weiß nicht, du warst Relikte suchen. Ja, die offenen Aufgaben halt noch, die überall rumliegen. Genau. Also auch bei ihm vorbeischauen und dann danke ich mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.